heute will ich zum Friseur gehen. Okay, wie immer, ich gehe ja zu Arlind, ich gehe zu Army und so, ich schneide meine Haare. Und jetzt erzähle ich euch etwas, was mir noch nie passiert ist. So, wisst ihr, ich meine, und das fand ich auch sehr traurig irgendwo. Ich fand es sehr traurig und ich verstehe es auch nicht. Guck mal, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich zu jedem nett bin und höflich bin. Solange jemand zu mir respektvoll ist, bin ich auch respektvoll im echten Leben. Ich weiß nicht, vielleicht hat irgendjemand mal schlechte Erfahrungen mit mir gemacht, wenn er mich gesehen hat. Vielleicht hatte ich mal einen schlechten Tag. Aber wenn ich mich zurückerinnere und mir so denke, solange keiner vor meiner Haustür kommt oder ich draußen mit den Leuten war, war ich immer nett zu jedem. Okay? Immer nett. Wirklich. Und ich bin stolz auf meine Stadt. Ich erwähne meine Stadt so oft, weil ich stolz bin, Gladbecker zu sein. Ich bin hier geboren. Ich bin hier geboren. Das sind meine Wurzeln. Ich will nicht sagen, ich repräsentiere meine Stadt, aber wenn mich jemand fragt, Can, woher kommst du? Ich komme aus Gladbeck. Wenn mich jemand fragt, Can, woher kommst du aus Türkei? Ich komme aus Edirne. Okay, das sind so Sachen, wo ich mir denke, das ist meins. Versteht, wie ich meine? Und mir ist noch nie passiert, ich sag's euch, wie es ist, in meinen 8 Jahren YouTube, die ich jetzt mache, ist mir noch nie passiert, dass ich draußen dumm angemacht wurde. Wirklich. Es gab eigentlich immer nur positives Feedback. Natürlich gibt's auch Leute, die dich angucken, es einen vielleicht nicht genau, oder die dich nicht mögen, aber die schreien dann nicht aus der Ecke, oder sowas. So ist es noch nie passiert so. Man geht den Leuten dann aus dem Weg oder wenn jemand einen dummen Blick schiebt, muss man auch nicht provozieren, zurückgucken oder sowas. Sowas kann immer vorkommen. Ist eine kleine Stadt. Wisst ihr, ich meine, die einen mögen mich, die anderen mögen mich. Vielleicht hassen mich auch die anderen. Aber guck mal, ich fahre Richtung Tankstelle und sehe an der Ampel 7 Kinder, die mir zuwinken. Das heißt, sie erkennen mich, sie erkennen mein Auto, sie wissen, ich bin das. Halte an der Tankstelle, die kommen zur Tankstelle, ich halte mit denen allen Smalltalk. 2, 3 erkennen mich, sind richtig respektvoll, wirklich sehr höflich, sehr höflich. Und ich unterhalte mich gerne mit den Leuten, weil es ist immer ein Geben und Nehmen. Es ist meine Stadt, Bruder, und egal wo ihr mich seht, ich werde immer mit euch reden. So, wenn ich die Zeit habe, immer wieder gerne, Bruder. Dann fängt es an, dass, Moment, und einer macht auch ein Bild mit mir, müsst ihr vorstellen, okay? 2 Stück davon. Jan, ich habe dich schon mal gesehen, hier und da, Abi, Dankeschön, Falan, Filan. Und es gibt immer schwarze Schafe, okay? Wenn man zu 7 ist, zu 8 ist, dass immer irgendjemand denkt, dass er Faxen machen kann. So, ich weiß nicht, auf wen sie sich dann verlassen, auf Familie, auf Cousins, Geschwister, was auch immer. Aber es, am Ende des Tages zählt immer der Respekt gegenüber einem Menschen, okay? Das sind dann irgendwo die Schattenseiten auf YouTube. Oder wenn man bekannt ist auf YouTube und die Leute einen kennen. Wisst ihr, ich meine, Hanne, wer von euch wird um 21 Uhr an der Tankstelle angesprochen, obwohl ihr gerade nur tanken wollt und irgendwo hinfahren wollt? Ich glaube, keiner, okay? So, es geht weiter. Einer von den Jungs spricht mich an, was hältst du von Asche, okay? Also, er fragt mich, was ich von Asche halte, so mäßig, ich sag... Ja, er kann gut rappen. Warum fragst du? Ja, weil er hat Alim zerstört. Ich so, und wie hat er Alim zerstört? Wie meinst du das? Ja, lyrisch hat er ihn auseinandergenommen. Ich so, okay. Wie alt seid ihr, Jungs? Alle sagen 14, 15. So, okay. Und was genau meinst du mit lyrisch auseinandergenommen? Habt ihr irgendwas gesagt, was Alim so zerstört hat? Ja, er wurde kaputtgeschlagen. So, okay. Und ich sehe auch, die anderen Jungs haben Handys in der Hand. Vielleicht nehmen die mich auch auf. Ich muss ja aufpassen, was ich sage. Ich habe es auch immer gesagt, auch als ich auf Alims Videos reagiert habe und so. Digga, er kann rappen, ist alles cool. So, aber was liegt mich deren Beef? Weiß ich meine? Ich halte zu meinen Brüdern, wenn was Falsches gegenüber meinen Brüdern passiert ist. Und wenn jemand was Falsches über meinen Brüdern draußen sagt, dann halte ich auch zu meinen Freunden. Ich habe nicht gesagt, der ist ein Bastard, der ist ein Hund oder so. Ich habe gesagt, er kann gut rappen. Zu diesem Thema will ich mich nicht äußern. Aber wenn du sagst, er wurde kaputtgeschlagen, frage ich dich jetzt mal. Wenn Alim kaputtgeschlagen worden ist, das ist die Phase gewesen, wo Alim jeden Tag Videos hochgeladen hat, auch wenn die vorproduziert, dann hast du Alim mal kaputt gesehen, so mäßig? Nein. Dann die Freunde auch, ja, er lugt eben nur Scheiß drauf, erst auf das. Okay, alles cool. Denk mir so, okay, Jungs, dann mal, ich gehe mal jetzt drin bezahlen. Ich laufe rein und einer schreit schon von hinten. Asche! Okay, was soll ich jetzt machen? So, ist ja okay. Ich gehe bezahlen, gehe wieder zurück zu meinem Auto. Einer fragt, ob ich Grußvideo machen kann. Ich so, nee, ich habe keine Lust jetzt für dich ein Grußvideo zu machen. Nee, ihr schreit hier rum und so, ist nicht respektvoll. Ich will in mein Auto einsteigen. Einer sagt so richtig einfach so random, Bruder. Einfach so frech, ihr wisst doch, Kinder so. Ey, ist das nicht der, ist das nicht der zu mir? Ich weiß gar nicht mehr, welchen Namen er gesagt hat. Ich gehe wieder hin. Er dachte, ich will ihn hauen. Er rennt weg. Ich so, Jungs, warum schreit ihr rum? Also, mein Auto ist hier, Zapfsäule ist hier. 10 Meter weiter kommt eine Ampel, wo Gras ist, wo du rüberlaufen kannst. Alle rennen dahin. Ich so, komm mal hin, was schreist du rum? Willst du mich schlagen oder? Ich so, nein, ich will nicht schlagen, komm mal her. Willst du einen 14-Jährigen schlagen? Ich so, nein, nein, alles gut, komm mal her. Was schreist du rum und so? Was ist los? Ich war doch zu euch nett vorhin. Ihr winkt mir, ihr holt mich zu euch, ich rede mit euch. So, warum macht ihr so? Nein, Bruder, alles okay, ist alles gut, sorry. Ich gehe zum Auto, die laufen die Ampel rüber. Einer schreit, Hurensohn. John Broke, du Hurensohn. In meiner Stadt, Bruder. 14-jährige Kinder schreien, John Broke, du Hurensohn. Okay, ich gehe wieder zur Ampel, alle rennen weg, einer ist geblieben, also alle sind wirklich weggerannt, von der Ampel dann ein bisschen weiter, obwohl alle davor höflich waren, alle hängen ja dann an einem Scheiß, müsst ihr vorstellen, so 7 zu 8. Ich packe mir ein, also ich habe ihn nicht angefasst oder so, aber ich nehme ihn auf, ich habe auch diese Aufnahme davon. Also nimm mich nicht auf, was soll das und so. Ich so, warte mal, als ihr mich gerade zu 7 verarschen konntet, war doch auch alles gut. Nimm mich nicht auf, bitte nimm mich nicht auf, ich mach die Aufnahme zu Ende. Ich so, du gibst mir von jedem den Namen, von jedem Jungen, der hier gerade dabei war. Hast eine Stunde Zeit, sonst poste ich das Video. Abi, bitte, ich habe Asthma, bitte mach das nicht, bla bla bla. Ich so, warum nennt ihr mich Huren? Ja, ich rede mit denen so. Ich so, was soll das? Der Junge geht zu seinem Freund, ich gehe zu meinem Auto und ich höre wieder Huren, Jumbo Huren.
Ich fahre mit meinem Auto dann, weil ich diese Straße sowieso fahren muss, ich muss auf die Autobahn fahren, ich muss auf die 224 fahren, um zum Friseur zu gehen. Sehe am Fenster dann, wie die dann da stehen. Der Junge sagt, bitte pose nicht, und der andere auch. Steig aus, ich f*** dich. Ein 14-jähriger Junge, die davor 7 Mal von mir abgehauen sind, 10 Meter von mir Abstand halten, die ganze Zeit von mir wegrennen, steig aus, ich f*** dich. Ich beleidige dann auch, Bruder. Irgendwann konnte ich mich dann auch nicht kontrollieren. Aber dann habe ich überlegt, soll ich jetzt aussteigen und mich mit Kindern schlagen, Bruder? Ah, ne, wo kommen wir hier hin? Ich so, hier, sagt deinem Cousin, sagt deinem Bruder. Weil das Ding ist ja auch, Leute, Gladbeck ist eine kleine Stadt. Egal, ob mich ein paar Familien oder Angehörige von da und da nicht mögen, irgendwo kennt sich immer irgendjemand, mit dem man gut ist. So. Und wenn die das ihren Geschwistern oder Cousins sagen, wissen die auch, wenn die mich connecten wollen, werden die mich connecten. Und dass die respektlos waren, ist ein Fakt. Und dann werden die auch die Geschwister dafür rechtleiten. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin dann weitergefahren, er meinte, du Hure, steig aus, ich f*** dich und sowas. Bro, und dann dachte ich mir, soll ich mich jetzt wirklich mit einem 14-jährigen Jungen Kombi hin, Bruder? Ich bin 9 Jahre älter als er. Und als ich 14 war, er war im Kindergarten, Bro. Er war in der Kabelgruppe. Bin weitergefahren und dann habe ich überlegt, was ich machen soll. Soll ich den Jungen jetzt posten oder nicht? Dann dachte ich mir, scheiß drauf. Hab mich dann ein bisschen abgeregt. War dann beim Haare schneiden, hab mich dann abgeregt, dies, das. Und jetzt sprich mal zu den Jungs, weil die das wahrscheinlich auch sehen werden. Jungs, guck mal. In eurem Alter haben wir sowas nicht gemacht. Einfach Leute da draußen so nennen. Und ich verstehe auch nicht, was das soll. Das ist mir zum ersten Mal passiert, deswegen wusste ich nicht, wie ich damit umgehen soll. Und deswegen berede ich das auch im Live und sage das auch zu euch hier, weil ihr es auch wahrscheinlich guckt. Der Junge hat sich bei mir nicht gemeldet, weil vielleicht dachte er auch, okay, jetzt mein Insta-Namen, damit er noch den Insta-Dings postet. Vielleicht werde ich dann noch andere Leute anschreiben, denen er folgt oder nicht folgt. Ich werde es nicht posten. Ich habe das Video auch an der Stelle gelöscht. Der Junge hatte auch ein bisschen Angst, vielleicht hat er sich auch von mir erpresst gefühlt. So hat seine Jungs dann wahrscheinlich nicht verpetzt. Ich habe das Video gelöscht und will einmal zu euch reden. Sowas macht man nicht. Sowas ist sehr respektlos. Vor allem, wenn 3, 4 Leute von euch mich mögen, mich dahin ruft, wie ein Bild zusammen machen, so. Das macht man nicht. Das macht man nicht. Wie kann man sich mit 14 Jahren erlauben, irgendeinen Sohn zu nennen? Ich weiß nicht, ob das so ein Effekt war, weil die zu 17 und in meiner Größe sind so, dass sie denken, dass sie sich mit mir anlegen können. So, kann ja sein, Bruder. Ich kann ja auch nicht gegen 7 Leute kämpfen. Vor allem, das sind Kinder. Aber was reden wir hier? Was für Kämpfen, Bro? Weil ich meine, aber ich hab's nicht verstanden, wieso. Weil ich bin immer nett zu jedem draußen. Ich bin immer nett. Ich war auch da nett. So und dann einfach so und wie ist das? Keine Ahnung, Digga. Aus Fehlern lernt man, Jungs. Macht sowas bitte nicht mehr in Zukunft. Belästige mich nicht in Zukunft, weil ich liebe meine Stadt und ich möchte in meiner Stadt auch keine Probleme, was das angeht, weil, guck mal, wie geht's denn weiter? Wenn ich mit euch Streit habe oder dann ihr eure Leute dazu holt oder eure Geschwister, dann werde ich meine Leute holen. Dann so und dann so. Für was? Für nichts einfach. So. Ich habe die Sachen leider ein bisschen zu ernst genommen, weil wenn mich 7 Kinder als Huren beleidigen, Bruder, wo kommen wir dann hin? Vor allem in meiner Stadt, das hat mich wirklich, also es hat mich verletzt, Bruder, in meiner Stadt so beleidigt zu werden. In anderen Städten, okay, aber es ist meine Stadt, ich bin hier groß geworden, Bruder. Und es ist Fakt, Bruder, am Ende des Tages, jeder kennt sich irgendwo und die werden dann die Ohren langgezogen, wenn ich euch öffentlich mache. Nicht nur von mir oder von euren Familien oder der den kennt, so. Wisst ihr, ich meine, es hat mich schon ein bisschen verletzt, Digga, und das fand ich auch nicht cool. Fand ich nicht cool. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, Jungs, vergeben und vergessen, macht sowas in Zukunft nicht. Ja, und mehr will ich dazu nicht sagen. Okay, gut. Dann haben wir das ja auch geklärt. Könnt ihr den Emoji-App wieder rausnehmen? Und jetzt fangen wir an, auf Videos zu reagieren. Das war mein Alltag heute. Das ist mir heute passiert, wenn ihr mich fragt. Und wisst ihr, wie ich meine? Das Problem ist, ich muss dann noch live gehen. Ich muss euch dann noch gute Laune vorgaukeln. Und dann fragt ihr, warum ist man abgefuckt, warum nicht? Was soll ich machen, Bruder? Alter, was soll ich machen? War ein mieser Tag, sag ich euch, wie es ist, Alter.